dein Tipp fürs 24. Ja, ja, wirklich. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ist ja gelaufen, wie verrückt. Und ja, die würdest du jetzt auch kaufen? Nein, die würde ich jetzt nicht mehr kaufen. Die würde ich jetzt genau gleich wieder auf die Watchliste nehmen. Das, denke ich, ist eine Aktie, die man nächstes Jahr irgendwann wieder kaufen muss und die wird nochmals gut performen. Freut mich, dass du hier bist zum letzten Börsenespresso in diesem Jahr. Freut mich, hier zu sein, aber schon wieder ein Jahr rum. Ja, das geht schnell, aber machen wir doch auch zügig vorwärts. Womit konnte man während der vergangenen 3 Wochen Geld verdienen an der Börse? Also, wir kommen dann nachher noch zu den Portfolioaktien zu sprechen für das Jahr 2024. Ja, Aktien, vor allem der DAX war der Renner die letzten Wochen. Anleihen lagen auch gut im Markt. Das ist ja eigentlich interessant, oder? Der DAX und die USA, die ist ja weit zurückgeblieben, obwohl man immer von Leitbörse USA spricht. Was ist denn da los? Ja, ich meine, das ist halt eben nicht immer derselbe, der vorne wegrennt. Es kann auch mal ein anderer sein. Ja. Und ich meine, wir hatten auch Jahre, da waren dann vielleicht Japan oder China oder... Aber man spricht halt immer von der Leitbörse USA, ist der größte Markt, okay. Was mir aufgefallen ist, jetzt seit dem Tief vom 30. Oktober bis jetzt vor ein paar Tagen ist der S&P 500 12,8% angestiegen gegen US-Dollar. Und jetzt spricht man überall von Weihnachtsrallye, nachdem er angestiegen ist. Und das Interessante eigentlich jetzt, wenn wir genau einen Monat zurückschauen auf den 15. November, seit diesem 15. November, also während der letzten 4 Wochen, hat der Markt zack, genau noch 2,4% zugelegt von diesen 12,8%. Ein Fünftel stammt es von der Zeit, die Weihnachtsrallye genannt wird, und 4/5 sind schon vorher gelaufen. Ja, in den USA ist früher Weihnachten. So sieht es aus, ja. Ich meine, das ist häufig so. Und dann steigt es noch ein bisschen, aber an und für sich passiert nicht mehr viel. Also das finde ich halt auch wichtig als Investor, dass man nicht nur hört, was rumgesprochen wird, sondern sich selber halt einfach auch mal der Fakten versichert und sich auch einen Chart anschaut. Und dann erkennt man eigentlich, ob die Information, die man dann bekommt, wirklich wertvoll ist oder ob die einfach etwas spät kommt. Aber vielleicht noch dieser Hinweis hier, alle Grafiken in diesem Video, sämtliche Grafiken haben Stand 13. Dezember, 14 Uhr. Und das ist ja wichtig, weil wenn du dieses Video dir anschaust, hat sich das alles schon wieder ein Stück verändert. Vielleicht jetzt noch hier die Performance zwischen den einzelnen Indizes, was ja da auffällt. Ja, eben wie gesagt, der DAX springt vorne weg, aber eben wir dürfen die Währung nicht vergessen. Euro war halt schwach und somit hat er halt auch gut performt als Aktienindex. Also wir haben jetzt vorher die Punktesicht gesehen, oder? Das geschieht immer zum Jahresende, wenn da die Indexvergleiche sind, die Performancevergleiche, da werden Äpfel mit Birnen verglichen, weil halt einfach vergessen wird, dass es Währungen dahinter stehen, nicht Punkte. Wenn man das jetzt hier anschaut, zum Beispiel beim DAX aus der Performance, die wir vorher gesehen haben, während der letzten 30 Tagen, wird aus 10% werden hier noch 7,9%, und alles sieht schon ein bisschen anders aus. Das ist so. Wir profitieren halt in der Schweiz vom starken Franken und darum der SMI performt weniger gut, aber in harter Währung ist es gar nicht so schlecht. Also man muss einfach wirklich nicht sich die Preisentwicklung anschauen, sondern die Wertentwicklung, und das ist auf ja jeden nicht Fall das Gleiche. Vielleicht noch ein Punkt, dass wir kommen ja da, wir hören immer Dow Jones, und jetzt haben wir vorhin den S&P 500 angeschaut. Ja, ich meine, der Dow Jones ist halt an und für sich früher mal wichtig gewesen, jetzt sind es noch 30 Aktien, also waren sie immer. S&P ist halt viel größer, 500 Aktien, mehr Liquidität. Der Dow Jones wird auch nicht so aktiv gehandelt, der Index selber. Also ich denke, es ist mehr so... Eine Aktie, die im Dow Jones drin ist, ist schon so wie ein Ritterschlag. Ich bin im Dow Jones drin. Ist ein bisschen Folklore, oder? Und es wäre halt auch mal wichtig, dass man sich das anschaut, was ist wirklich relevant. Genau. Und dann würde man nicht über den Dow Jones berichten, sondern über den S&P 500. Ja. Das ist so. Vielleicht noch das Thema Gold. Da gab es ja
am 4.12. eine heftige Aufwärtsbewegung, finde ich sehr interessant, was da geschehen ist. Ja, ich meine, Ausbruch, jeder konnte die Linie sehen, geht oben weg und dann hat man das Gefühl, jetzt muss man rein. Ja, das hast du mich ja angerufen auch, weil da überall die Schlagzeilen waren und in Social Media Ausbruch, Gold, ich habe es auch gesehen. Ja, richtig. Und dann ein paar Stunden später fällt das Gold wieder zurück. Und ich meine, ich glaube, wenn man jetzt wieder in die Social Medien reinschaut, dann ist Gold nicht mehr wirklich ein Thema. Und habe nie davon etwas gesprochen. Ja, ja, genau. Also da muss man vielleicht einfach ein bisschen halt auch schauen. Es wird natürlich wie beim Fußball auch angetäuscht. Das ist so. Ein falscher Ball. Und ja, einfach jetzt gerade bei dieser Situation, wir haben das Gold ja. Ich glaube, im September mal in einem Börsen-Espresso besprochen, handelt es sich um eine längerfristige Situation. Und da musst du auch nicht kurzfristig kaufen, weil du denkst, du verpasst alles heute und morgen ist alles schon gelaufen. Es ergibt auch keinen Sinn, ein solches Verhalten. Ja, ja, aber häufig reagieren die Leute sehr kurzfristig, das ist so. Ja, wir schauen uns dann später noch weitere Commodities an. Mich interessiert jetzt eigentlich noch deine Meinung zu dieser Sache hier? Habe ich wirklich keine Meinung dazu. Ich habe noch nie was getradet. Du bist einfach recht jung und hip oder so. Oder? Genau, das ist so. Aber eben, ich glaube einfach, für mich ist diese Weisheit dieses amerikanischen Investors, investiere nicht in Sachen, die du nicht verstehst. Mhm. Und ich halte mich daran, Bitcoin, ich verstehe es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das längerfristig wirklich zu einem Zahlungsmittel werden wird. Nein. Ja, also ich glaube, da wird es viele geben, die eine andere Meinung haben. Also schreibt uns das doch einfach ruhig unten rein. Wenn ihr da Bitcoin-Fans seid, dann werden wir das wieder mal anschauen, aber eigentlich jetzt lieber nicht während den nächsten Videos, die wir machen. Was mir einfach persönlich aufgefallen ist, dieser Tag hier, Anfang dieser Woche, ich meine, es waren 36 Stunden, da fällt der Bitcoin einfach 10% weg. Und das zeigt einfach, dass hier offensichtlich einfach sehr viele Investoren gleichgeschaltet ist, dass du nicht einen wirklich diversen Markt hast. Liquidität fehlt. Ja, es fehlt einfach. Und ich muss sagen, so ein Markt, das ist kein Markt, richtig. Man kann ihn 10-mal so nennen. Es ist keiner, weil sonst hättest du nicht hier solche Anstiege und so. Es sieht natürlich imposant aus und man denkt immer, ja, da hätte ich jetzt schnell Geld machen können, genau. Aber man verliert es auch wieder schnell. Und ich finde eigentlich wirklich, ich habe solche Märkte nicht wirklich gern. Ja. Ich auch nicht. Gut, vielleicht jetzt noch, wenn wir über Portfolio sprechen, jetzt 2024, glaube ich, wäre es noch nützlich, wenn wir mal darüber sprechen, wie teilt man das auf. Ich habe jetzt hier so eine Grafik, Strategie 70%, Taktik. Wie hältst du damit? Ja, ich meine, der Investor zuerst entscheiden, welche Währung. Das ist das Wichtigste, haben wir vorher besprochen. Und dann strategisch Aktien kaufen, wo man... Aber weshalb welche Währung? Also ich meine, jetzt ich bin Schweizer Investor, wenn ich jetzt irgendwie ein Video kaufe, ist die in US-Dollar? Genau, aber wenn der Dollar dann 10% runtergeht und du dann die Aktie wieder verkaufst, kriegst du 10% weniger Schweizer Franken zurück. Und wenn du das willst, dass du US-Dollar haben willst, ist okay. Es gibt auch Leute, die wollen im Dollar investiert sein, aber als Schweizer empfehle ich immer, im Heimmarkt zu bleiben. Jetzt im Strategieteil, wo würdest du jetzt eher mit Aktien handeln? Also wie ich das verstehe, 70% ist eigentlich relativ starr im Portfolio drin. Genau. Wie würdest du jetzt das typischerweise füllen oder wie fühlst du es wirklich? Ja? Ja, ich meine, mit Aktien, wo ich langfristig positive View habe und dann entscheiden Größe, kommt dann auf den Preislevel drauf an, größere Gewichtung, kleinere Gewichtung, anpassen, je nach Konstellation. Mhm. Teilweise muss man dann vielleicht auch überlegen, wenn ein Sektor besonders gut läuft oder nicht. Gut, also jetzt vielleicht hier ohne in die Details zu gehen, wir können das, also wenn es dich ja interessiert, schreib das einfach unten rein ins Video, dann schauen wir uns das vielleicht mal in einem separaten Video dann in aller Tiefe an. Aber Ramon, hier würdest doch du eher jetzt mal so auch so ein ETF oder ein Future oder einfach ein Indexprodukt hineinwerfen, oder? Als Strategie. Kann sein, dass
das bei der Strategie auch in Indexprodukt reinkommt oder eben die Aktien, wo ich langfristig positiv bin. Und bei Taktik, was machst du damit? Dort ist es definitiv auf der Indexseite oder mit Optionen eine Strategie, was abzusichern oder auch auf der positiven Seite zu profitieren. Das heißt eigentlich, dein Portfolio, wenn das jetzt irgendwie 100.000 Franken zum Beispiel ist, du tradest eigentlich nur mit 30.000 Franken davon und das wahrscheinlich so im 4-6 Wochen Bereich oder vielleicht auch etwas kürzer. Genau. Aber gut, kommen wir zu den einzelnen Aktien. Also da haben wir wirklich vor drei Wochen echt einen Hammer gehabt. Roche, oder? Der ist jetzt 10% auch gestiegen innerhalb von 3 Wochen. Fantastisch eigentlich dieser Move nach oben. Denkst du, dass man den jetzt fürs nächste Jahr drin haben muss ins Portfolio? Ich denke, den muss man drin haben fürs nächste Jahr. Ob jetzt gerade der richtige Moment ist nach 10% Anstieg, nein. Aber ich denke, das könnte schon eine der Aktien sein, die hat so lange gelitten. Ich meine, irgendwann kommt dieses Thema wieder zurück, Gesundheit und wir werden älter und ich meine, es kommt einfach alles wieder und es geht wieder. Ja, beim Investor gilt ja, was er hat, will er nicht und was er will, hat er nicht. Und genau. Roche ist deshalb auch tief, weil nicht mehr viele Investoren das wirklich mit großer Präsenz im Portfolio haben, die Genussscheine. Und von daher glaube ich auch eigentlich, wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, kann man auch jederzeit im letzten Börsen-Espresso nachschauen. Nestlé. Ja, Nestlé, die. Das war dein Tipp, ja. Ja, ich meine, war mein Tipp. Die Idee der Aktie für mich ist, jetzt anfangen anzuschauen. Ich meine, da sieht ja ein bisschen so aus wie Roche vor, ich sage jetzt 6 Monaten. Jetzt dauert es vielleicht dauert es noch mal 6 Monate. Ja, ich glaube eher länger. Also ich meine, anschauen kann ich es, aber ich sehe da nichts Interessantes. Du würdest die kaufen? Nein, ich würde die noch nicht kaufen. Ich meine, das ist wirklich, wenn ich jetzt wieder überlege, ähnliche Situation, Leute früher, essen muss man immer, darum war die Aktie so gestiegen. Was machst du denn? Also du sagst jetzt nicht kaufen, sondern machst du den irgendwie auf eine Watchlist? Oder? Genau. Und dann wird der Chart alle 1-2 Wochen wieder genau angeschaut. Okay. Und irgendwann werden wir auch hier eine Falling Wedge sehen. Aha. Und irgendwann wird dann die erste Position genommen. Genau. Und irgendwann wird Nestlé, falls wir weiter essen, auch irgendwann wieder steigen. Also als ich dich gefragt habe nach deinen Favoritenaktien, hast du noch Holcim genannt? Ja, Holcim, ich meine, muss ich wirklich sagen, der hat auch, sehen wir ja auch, ging runter. Und dann auf einmal, was hat sich verändert? Ich weiß es an und für sich auch nicht. Ist Top-Management, die haben aber das schon seit Jahren erzählt, was sie alles machen. Und dann auf einmal, Aktie hat angefangen zu steigen und dann wieder konsolidiert, nächster Anstieg. Ja, aber ich meine, das ist ja gelaufen wie verrückt. Und die würdest du jetzt auch kaufen? Nein, die würde ich jetzt nicht mehr kaufen. Die würde ich jetzt genau gleich wieder auf die Watchliste nehmen. Rücksetzer Richtung 60 und dann würde ich wieder kaufen. Aber das wäre eine deiner Favoriten jetzt fürs das nächste Jahr. Das, denke ich, ist eine Aktie, die man nächstes Jahr irgendwann wieder kaufen muss und die wird nochmals gut performen. Also ich habe mir das ja langfristig angeschaut noch bei Holcim. Und was man da sehen kann hier drin, da gibt es einen relativ prägnanten Widerstand, so 70, 75. Ich glaube nicht, dass der darüber kommt während dem nächsten halben Jahr. Ich glaube, da ist der Deckel drauf. Du, wenn ich die bei 60 kaufen kann und die steigt wieder auf 75, dann bin ich auch schon zufrieden. Gut, sehen wir es dann. UBS. Finde ich, also wenn du hier, ich habe jetzt hier eine 20-jährige Grafik drin. Wenn man sich das anschaut, da sieht man ja, das ist eine tote Aktie gewesen jetzt viele Jahre. Und jetzt in diesem Jahr geht wirklich wieder was, oder? Ja, die haben ja diese geschickte Übernahme von der Credit Suisse gemacht. Ich denke, das ist eben, du sagst, tote Aktie. Auf der anderen Seite, Aktie hat teilweise um 100% geschwankt. Und jetzt fängt sie an, da wirklich ein bisschen nach oben auszubrechen. Langfristig für mich sicher irgendwo ein Kauf, aber jetzt kurzfristig auch extrem stark gestiegen. Also, sind wir bullish jetzt für UBS kurzfristig? Kurzfristig nein.
Aber ich denke schon, ich meine, sind wir ehrlich, Credit Suisse, UBS zusammen, das ist wie Migros und Coop-Fusion. Ich meine, die haben ja noch eine Preismacht. Also wir werden als Kunden sicher mehr bezahlen und sie werden mehr verdienen. Ja, gut. Also was mir aufgefallen ist bei UBS, jetzt so bezogen auf den Mehrwochenbereich, wie du gesagt hast, ist wirklich weit gelaufen. Wir haben da ja auch Studien gemacht im Sommer drin, die Preisziele hat sie jetzt erreicht. Und was man hier sehen kann, ich habe jetzt mal so diese Indikatoren unten eingeblendet, die jeder auch auf seinem System oben drauf hat, so ein RSI. Und was man da sehen kann, ist, dass der RSI jetzt hier während dem letzten Anstieg nicht mehr so weit nach oben gekommen ist. Und das weist eigentlich dann immer darauf hin, dass der Markt wirklich schon sehr stark gesättigt ist. Genau, eine klassische Divergenz. Ja, genau. Und da würdest du jetzt was machen? Wenn ich hätte, würde ich verkaufen. Ich habe sie schon verkauft. Einfach so, zack. Ja, ich denke, man kann deine Idee dieses Trigger nehmen mit dem gleitenden Durchschnitt, kann man vielleicht nochmals ein bisschen profitieren, wenn es noch ein bisschen weiter steigt. Aber man darf dann nicht einen zu langen nehmen und man sollte dann nicht irgendwo nach 10%, wenn es wieder gefallen ist, raus, sondern man sollte dann schon versuchen, bald auszusteigen. Ja, also hier gilt wahrscheinlich dann irgendwie, solange es steigt, steigt es auch. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann ist es fertig mit der ganzen Sache. Ja. Gut, Harista, ich meine, da sind wir wirklich super gelegen. Also, ja, die haben wir wirklich toll getroffen. Also, ja, und jetzt kommen immer wieder Nachfragen, bringt doch wieder Harista und so. Ja, ich meine, Harista bleibt für mich wirklich weiterhin eine Aktie, die man behalten muss. Ich meine, wir haben ja dazu mal erzählt, wieder zurück auf 1,50. Ich habe die Position auch wieder dementsprechend erhöht. Und interessanterweise, der CEO hat vor ein paar Wochen bei 1,60 Aktien gekauft. Das erste Mal seit einem Jahr. Und er hat doch eine Viertelmillion eingesetzt. Wenn der CEO kauft, denke ich, sollte er schon denken, dass die Aktie noch weiter steigt. Mal schauen, ob er recht bekommt. Gut, eine Viertelmillion ist für ihn wahrscheinlich jetzt nicht so viel, aber immerhin, also sind mal gute Anzeichen. Ich glaube, hier dauert es noch etwas länger. Ich würde jetzt meine Limite nicht so wie du, ich würde die so bei 1,35 oder so ansetzen, wenn ich das anschaue. Du, dann gibt es nochmals eine Möglichkeit für Leute, die es verpasst haben, mal schauen, wo es hingeht. Hier gerade Nvidia. Genau, ja, wie vorher gesagt, hier ist nicht mehr viel passiert. Ich meine, weiterhin, ich denke, die ganze Technologie, das wird man weiter brauchen. Ob die Aktien gleich weiter steigen, das ist wirklich für mich viel die größere Frage, weil ich glaube, es weiß jeder, dass man Technologieaktien haben muss. Ich meine, die werden ja gehandelt. Das wäre ein Grundnahrungsmittel irgendwie, musst du unbedingt haben, oder? Ja, aber das darf man auch nicht vergessen. Es ist halt ein bisschen ein Grundnahrungsmittel. Ich meine, du wirst Chips brauchen ohne Ende. Ja, aber die Frage, hier geht es ja um die Aktie und nicht um die Chips, oder? Und was dir da auffällt, wenn wir das jetzt mal anschauen, diese Phase hier jetzt während den letzten fünf, sechs Monaten, der Hype war ja so im Frühling, so Mai, Juni und so, wo das gehypt hat, da steigt das Zeug gar nicht mehr, sondern schwankt nur noch. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Phase hier, die wir hatten Ende 2021, als der Markt auch vor einer Korrektur stand und dann halt einfach auch korrigierte. Und ich glaube, wir werden da Nvidia nächstes Jahr bei 300 US-Dollar kaufen können. Gut, dann lege ich meine Limite rein dort. Ja, mach das, genau. Alphabet, oder? Die Google, man sieht es am Tick. Eigentlich so dasselbe, oder? Ja, geht auch in dieselbe Richtung. Also ja. Ich denke, hier ist vielleicht noch der Unterschied, dass, wenn man die Grafik anschaut, ist nicht schon auf dem Top oben, aber... Ja, was ja bei solchen Dingen immer interessant ist, oder? Da hast du einen Anstieg und dann wird darüber berichtet, so wie wir das vorher gesehen haben bei S&P 500. Und dann ist eigentlich der Markt ist eigentlich schon gelaufen und dann beginnen die Schwankungen. Und wenn natürlich du die Schwankungen hast, hast du Kursrückgänge, aber auch wieder einen Anstieg. Und das läuft dann immer schnell, mit schneller Kadenz. Und
da hast du dann immer die Berichte, eine Woche ist es irgendwie 8% hochgegangen, wenn es runtergeht, dann wieder wird nicht mehr darüber berichtet, übernächste Woche hörst du wieder 8% und hast das Gefühl, steigt pausenlos. Genau. Aber es ist nicht der Fall, das muss man hier sagen. Also, das ist so. Und ich denke, es gibt dann auch Leute, die dann auf einmal realisieren, dass sie jetzt da gar kein Geld mehr verdienen. Mhm. Also würden wir beide jetzt diese Technologieaktien für 2024 zumindest mal für die ersten Monate fett im Portfolio platzieren? Nein, ich warte auf 300 in meinem Video. Apple auch noch vielleicht dasselbe eigentlich auch? Eigentlich dasselbe Bild. Ja. Und Apple ist ja noch viel interessanter im Sinn von, Aktie ist wirklich teuer. Mhm. Und ich meine... Was heißt teuer? Ja, im Verhältnis zu Nvidia und Google von der Bewertung her. Sicher? Ist Apple noch sogar teurer. Ist teurer. Also. Ist teurer. Okay. Also, und die haben weniger Wachstum, aber Apple ist Apple. Und mir kommt das teilweise so vor, wie man muss das einfach haben. Man will das, ich sage jetzt, rare Gut ja nicht verkaufen, obwohl es gibt ja genug Apple-Aktien. Aber manchmal sieht es ein bisschen so aus. Mhm. Auch hier stellen wir aber fest, eigentlich seit August schwankt die Aktie nur noch. Und ja, also man kann natürlich oben verkaufen, unten wieder kaufen. Aber insgesamt sieht das Ganze eigentlich jetzt nicht unbedingt zukunftsträchtig aus, wenn wir jetzt mal zumindest auf das erste halbe Jahr hinausschauen. So, ja. Aber wir kommen da dann sicher wieder drauf zu sprechen. Jetzt Tesla. Was hältst du davon? Ja, Tesla, ich glaube, da hat sich jetzt wirklich die ganze Wahrnehmung ein bisschen verändert. Ich meine, früher hatte man immer das Gefühl, die könnten sogar noch Konkurs gehen. Jetzt verdienen sie Geld. Mhm. Und was man jetzt vor allem sieht, ist einfach, dass sie auf der Technologieseite gegenüber den deutschen, französischen Autobauern einen riesen Vorteil haben. Und jetzt, ich meine, der hat ja die Preise schon x-mal gesenkt, haben wir auch mal besprochen. Und die anderen kommen so unter Druck. Ja. Also ich denke, es ist wirklich für die anderen schwierig und somit wird er den einen oder anderen noch aus dem Markt drücken können. Mhm. Und wirklich als Investor hat sich da was verändert. Man kann sich jetzt auf einmal vorstellen, dass Tesla wirklich am Schluss als der Gewinner rauskommt. Mhm. Und wenn ich den Chart anschaue, muss ich sagen, ja, ich meine, hat auch einen schönen Anstieg gemacht, jetzt in einer Konsolidierung leicht sinkend. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da auf einmal dann noch ein Boost kommt und noch ein Stockwerk höher geht. Mhm. Das Risiko für mich, die chinesischen Anbieter, die bieten auch von gute Aktien an. Also wir haben ja Tesla hier unten wirklich groß und prominent hier gehabt. Also wir haben da noch etliche böse Kommentare gekriegt, kann man doch nicht kaufen und geht nur runter und so. Hat sich aber als falsch erwiesen und ist tatsächlich gestiegen, so wie wir das eigentlich auch erwartet hatten. Ich zeige jetzt mal hier, wie ich die Weiterentwicklung hier sehe. Ich glaube, sie ist im Augenblick so ein bisschen, kleines bisschen hoch und wird ein bisschen zurückkommen, aber dann vor allem im Wesentlichen so ersten zwei Quartale 2024. Also es ist also wirklich dein, ein Favorit. Dein Tipp fürs 24. Ja, ja, wirklich. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, jetzt noch zu den Commodities. Ist ja auch ein Thema immer. Öl. Ja, ich meine, Commodities im Allgemeinen ist immer wieder ein Thema. Jetzt für den Moment habe ich das Gefühl, ist sehr ruhig. Mhm. Öl kommt immer wieder mal in die Schlagzeilen, natürlich mit diesem ganzen Krieg dort und OPEC und Russland und. Hey, Ramon, nicht um den Brei rumreden, kaufen jetzt oder nicht, würdest du strategisch das in Strategie oder Trading-Portfolio rein tun? Das habe ich jetzt eine erste kleine Position gekauft und würde diese über die nächste Zeit weiter erhöhen, weil ich das Gefühl habe, es ist wirklich wieder so Öl jetzt wieder unten und die Leute sprechen nicht mehr wirklich davon. Und ich meine, jetzt haben wir heute noch diese ganze Deutschland-Geschichte. Ja, ja. Ich meine, es braucht am Schluss Öl. Fall, wirklich, ich bin auch positiv. Bist auch dabei. Ich glaube auch, dass es hat jetzt korrigiert, war zu erwarten, haben wir so drauf gehabt bei unseren Studien. Es ist kurz vor einem Kaufpunkt. Wir verfolgen das bei Investea ja regelmäßig. Aber jetzt die anderen Commodities, Uranium. Uranium haben wir bei uns jemanden im Büro, der ist extrem bullish darauf. Ja.
Ich kann mir vorstellen, einfach auch aus energietechnischen Gründen, weil man braucht halt einfach Atomkraftwerke. Nicht und, in Deutschland, die können es ohne. Die können es ohne, mal schauen, wie lange. Ja. Und ich meine, jetzt ist natürlich auch wieder der Uranpreis ist auch wieder stark angestiegen. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das mal oben weggeht, dann kann das nochmals einen Boost machen. Mhm. Vielleicht auch zusätzlich mit dem Anstieg des Ölpreises. Mhm. Also würdest du das jetzt auch ins Strategieportfolio reintun? Ist mir zu volatil und ich muss sagen, ist ein Markt, den kenne ich wirklich nicht gut. Aber wir haben einen Spezialisten im Büro. Gut, also ich sage mal, dann nimmst du eher einen kleinen Anteil, wenn es halt zu volatil ist. Genau. Kannst sozusagen ein Deleverage machen. So. Jetzt haben wir hier ein ETF, der URA, wo man, das ist halt einfach ein Produkt, das verschiedene Uranminen und weiß gut, das alles zusammenfasst. Genau. Aber es geht eigentlich hier im Kern dann um Profite mit Uran. Ja. Richtig. Mhm. Jetzt hier Lithium ist auch interessant, oder? Jetzt, ich habe mir gedacht, dass ich diese Grafik angeschaut habe. Würde es jetzt steigen, dann würden wir in den Börsenkommentaren überall hören, ja, ist doch klar, wegen Elektroautos, ist doch logisch, oder? Ja. Aber es steigt nicht. Nein, es fällt. Ja. Es fällt und ich muss sagen, ich habe schon lange nichts mehr über Lithium gelesen. Ja. Ich mag mich erinnern, wo das noch ein Hype war. Habe es auch nie mehr angeschaut, habe auch noch nie was drin gemacht. Aber es wird dann langsam irgendwo interessant werden. Also ich glaube, wir müssen das schon zumindest im Blickfeld behalten. Was man ja hier unten sieht, ist so ein kleiner Falling Wedge, der sich ausbildet. Ja, das kann dann sein, dass es irgendwo in einem oder zwei Monaten wirklich interessant wird. Aber im Augenblick jetzt für 2024 kann man auch noch im März nachholen. Genau, oder? Kann man noch erwarten. Ja, genau. Jetzt lass uns noch ein Thema anschauen. Da im letzten Börsen-Espresso vor drei Wochen waren ja Medizinalaktien ein großes Thema. Wir haben auch Biotech angeschaut und jetzt, hey, ich weiß nicht, aber schau mal an, während der letzten drei Wochen 24% plus, das war wirklich toll. Oder? Die haben unser Video gesehen. Ja. Nein, ich denke wirklich, das war auch sowas Biotech, man wusste, dass die alle Geld brauchen, Zinsen sind hoch und jetzt auf einmal sagt man, ja, Zinsen fallen, die kriegen wieder Geld. Hat jetzt auch verschiedene Übernahmen gegeben und das hat jetzt das Ganze bewegt. Jetzt für mich ist die große Frage, ja, könnte daraus wirklich ein Trend werden, dass der wieder steigt? Oder ist jetzt 24% schon wieder das Schöne? Ja, 24%, da hast du natürlich immer viele Mitfahrer dabei, weil es kurzfristig viel Momentum hat. Genau. Und wenn es dann irgendwie die erste Konsolidierung gibt, dann springen die schon wieder weg. Also ich meine, das riecht ja schon ein bisschen nach bevorstehender Korrektur. Aber ich muss sagen, für 2024 glaube ich auch, werden wir uns doch etliche Pharma haben wir gesehen, ja. Roche und eben Biotech und sonstige Medizinalaktien anschauen. Da freue ich mich drauf. Schauen wir das an. Gut, das wäre es mit diesem Börsen-Espresso. Ich hoffe, du hast so ein bisschen Eindruck bekommen, was man 2024 sich ins Körbchen legen könnte. Ramon und ich haben darüber gesprochen. Wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und bei dir, Ramon, fürs Herkommen. Ja. Danke dir, gute Zeit, schöne Weihnachten. Ja, und ein gutes neues Jahr dann. Dankeschön.